Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Haul-Video. Ich habe heute Sachen für euch. Einmal aus dem Primark, eine relativ große Tüte. Dann von Zalando Outlet Store, eine Kleinigkeit von Sephora und eine Kleinigkeit von DM. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Video, also viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir starten mit den zwei Kleinigkeiten und das sind auf jeden Fall Beauty-Sachen. Ich habe mir einmal hier bei Sephora einen neuen Bronzer gekauft. Ich wollte schon sehr, sehr, sehr lange einen bestimmten Bronzer haben, war aber ein bisschen abgeneigt aufgrund des Preises. Und ich war letztens beim Sephora gewesen, habe geschaut, weil der ist sowieso relativ oft ausverkauft. Dann habe ich geschaut und der war gerade da gewesen. Und dann dachte ich mir so, okay, du nimmst ihn mal mit. Und zwar ist es dieser hier von Marc Jacobs, der Omega Bronzer oder Omega Bronzer. Das ist dieser riesengroße und ich glaube, man kann ihn überhaupt nicht aufbrauchen, weil er einfach so riesig ist. Den gibt es einmal in einer schwarzen Verpackung und einmal in einer weißen Verpackung. Ich habe diesen hier in der weißen Verpackung. Der größte Unterschied bei den beiden ist einfach nur die Farbe. Also der schwarze ist noch viel dunkler und ein bisschen rotstichiger. Und der hier ist eben so, so, so schön. Das ist die 104 der Tantastic. Wie Fantastic, aber Tantastic. Und der lässt sich hier mit so einem Knopf, wenn man den drauf drückt, dann eben öffnen. Und der ist so schön. Und der hat einen riesengroßen Spiegel drin. Finde ich mega, gerade wenn man weiß, man verreist oder so. Der ist so schön groß. Und ja, hier ist dann dieser mega gigantisch großer Bronzer, also der ist wirklich riesig, schaut mal, der ist wirklich richtig, richtig groß. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade nichts hier, aber schaut mal mein Handy nebendran, das ist schon echt krass. Also die Größe von diesem Ding, ich weiß nicht, ob ich das jemals aufbrauchen werde, aber ich finde die Farbe unglaublich schön. Also die ist richtig schön warm, nicht zu krass rot-orange-stich. Ich finde den wunderschön. Also damit das Gesicht aufzubronzen macht bestimmt richtig, richtig Spaß. Also ich freue mich. Dieses Schätzchen wollte ich wirklich schon sehr, 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 sehr lange haben und ich bin echt froh, den jetzt auch testen zu dürfen. Wenn ihr darüber irgendwie mal eine Review haben möchtet, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Kann ich auch gerne mal in meinen Vlogs oder so dann einbauen oder in irgendeinem nächsten Schminktutorial dann. Und dazu wollte ich eben einen schönen, großen Bronzer-Pinsel haben. Ich habe zwar viele Pinsel hier zu Hause, aber ich wollte so einen richtig schönen, großen Fluffing haben. Und da bin ich mal zu DM gegangen und ich wusste, dass es bei DM, ich mag die Evelyn-Pinsel sehr, sehr gerne. Aber einer der größten Evelyn-Pinsel habe ich schon und den benutze ich in meiner Daily-Routine, also in meinen Daily Make-up, wenn ich mich schminke, ist dieser Pinsel immer mit dabei. Und ich habe dann trotzdem mal geschaut, ob ich irgendwie was finde, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt irgendwie, keine Ahnung, bei NYX oder MAC oder weiß der Geier was, irgendwie 30, 40, 50 Euro für einen Pinsel ausgeben. Deswegen dachte ich mir, okay, schaust du mal bei Evelyn, ob die da irgendwie noch was Größeres vielleicht haben. Ich habe da die letzte Zeit nicht so drauf geachtet. Und tatsächlich, es gibt bei Evelyn einen neuen Pinsel und zwar einen Bronzer-Pinsel. Also wirklich gerade wie für mich gemacht, hier steht auch neu drauf, der ist wirklich gerade neu reinkommen und heißt einfach Bronzer-Pinsel mit Synthetikhaaren und den in einer Nummer kleiner habe ich schon, den benutze ich so für mein Daily-Make-up, wie gesagt, sehr, sehr gerne, gerade wenn ich so konturiert habe und Blush drauf gemacht habe, dass ich das alles so miteinander verblende, dann habe ich so einen großen Pinsel und das ist nämlich eine Stufe kleiner. Und der hier ist einfach richtig schön groß und ja, habe ich extra für diesen Bronzer hier geholt. In Kombination bin ich sehr, sehr gespannt, die beiden jetzt mal auszuprobieren. Dann machen wir weiter mit Zalando Outlet Store. Davon haben wir nämlich einen hier bei uns in Frankfurt und da habe ich zwei Sachen gefunden und zwar, ich glaube, dass die beide von der Männerabteilung sind. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss sagen, wenn ich im Zalando Outlet Store bin, schaue ich grundsätzlich sehr, sehr gerne in der Männerabteilung vorbei, aber vieles hängt auch so ein bisschen durcheinander oder ist so Unisex, sagen wir mal. Ich habe mir da zwei Pullis mitgenommen und zwar einmal von Hugo Boss. Der sieht so aus, ein relativ schlichter, grauer Pulli, wirklich auch relativ dünn. Der ist jetzt schön für den Übergang, wenn es in den Frühling reingeht, also ja, mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Und ich habe, bin ich der Meinung, ich habe die Preise auf jeden Fall mal aufgehoben, dass ich euch sagen kann, weil dieser Outlet Store, ich bin der Meinung, dass er sich wirklich, wirklich, wirklich rentiert. Also der ist in Frankfurt-Bockenheim, falls es euch interessiert. Und zwar gibt es einen Zalando Outlet Store, der eben riesengroß ist, wo es alles Mögliche gibt an allen möglichen Marken. Und dann gibt es nochmal einen Premium Outlet Store, wo es ein bisschen preisintensivere Sachen gibt. Also wirklich hochwertigere Marken, beziehungsweise einfach Marken, wo dann ein Pulli halt direkt schon 100 Euro kostet. Und diese zwei Sachen habe ich aus diesem Premium Outlet Store.
Also dieser Hugo Boss Pulli hätte normalerweise 90 Euro gekostet und ich habe ihn für 35 Euro bekommen. Also absolutes Schnäppchen meiner Meinung nach. Und den zweiten Pulli, der ist von Tommy Hilfiger und ich wollte, beziehungsweise war ich letztens mit meiner Schwester in der Stadt und wir haben gerade bei Tommy Hilfiger in der Abteilung bei Pieken Kloppenburg war das gewesen, geschaut und wir haben die Pullis oder die Hoodies oder keine Ahnung, die haben mir alle so gefallen, aber die haben echt alle immer so um die 100 Euro gekostet und ich dachte mir so, okay, nein, danke. Und jetzt habe ich dort einen gefunden, das ist so ein schöner Hoodie, also wirklich auch mit Kapuze. So schaut er aus, einfach weiß, groß, so ein bisschen oversized. Ich glaube, das war in der Männerabteilung, ja, eine Größe M. Dass er einfach auch ein bisschen lockerer sitzt und ja, Tommy Hilfiger steht drauf und halt hier mit diesen Streifen. Hier hat er auch nochmal diese Taschen und ja, ansonsten Hoodie, super schönes Material auch. Ich denke, der hält richtig, richtig gut warm und der war reduziert, beziehungsweise im Outlet-Preis, sagen wir es mal so. Der hätte normalerweise 100 Euro gekostet, also es sind genau diese Preise, die ich jetzt auch gewöhnt war und ich habe dafür 39,95 gezahlt. Schnäppchen! Also der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ich habe die heute oder beziehungsweise vorhin aus dem Trockner rausgeholt und ich werde auf jeden Fall die Tage die beiden mal anziehen. Da kann ich sie euch auch angezogen zeigen, dann in meinen nächsten Vlogs. Also schaut da gerne mal vorbei. Und die letzte und größte Tüte definitiv ist hier die Primark-Tüte. Würde ich sagen, da gehen wir auch mal schnell durch. Ich habe mir zum einen Schuhe geholt, denn ich brauchte mal ganz dringend neue Schuhe. Also das Problem bei mir ist, ich hatte eigentlich gefühlt mein Leben lang Größe 39. Aber seit der Schwangerschaft habe ich irgendwie 39,5. Also oft sind Schuhe in Größe 40 mir viel zu groß und 39 ist mir dann irgendwie zu eng. Ich habe es gemerkt, die letzten Mal, als ich im Sport gewesen bin und meine alten Schuhe in 39 anhatte. Also wenn ich die so anziehe und laufe, merke ich nichts. Aber nach einer Zeit merke ich, dass die mir wirklich drücken und dass sie ein bisschen eng sind. Also ich habe so eine 39,5, aber das ist ja relativ schwierig zu bekommen. Und ich wollte unbedingt mal neue Schuhe, einfach, dass ich weiß, so für den Sport. Jetzt nicht unbedingt irgendwie um draußen zu joggen oder so, aber einfach nur für den Sport und Krafttraining zu machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bin dann mal auf die Suche gegangen, habe echt keine Schuhe gefunden, die mir gefallen haben. Ich war wirklich, ich habe geschaut von Nike, von Adidas und so weiter, aber das hat mir alles nicht gefallen, beziehungsweise war es mir den Preis ehrlich gesagt dann letzten Endes nicht wert, dafür, dass mir keiner zu 100% mich so weggeflasht hat, auch von den Farben. Und bei Primark habe ich dann diese hier gefunden und ich fand die mega genial. Die sind hellgrau mit einer weißen Sohle, die passen dann wirklich zu allem. Ich trage ja sehr viel Grau in allen möglichen Varianten. Und was ich unbedingt wollte, war ein Schuh, der hier komplett so aus Stoff ist. Also auch, dass die Sohle hier hinten, dass man, nicht die Sohle, sondern dieses hintere Fersenteil, dass man das einknicken kann. Das war mir ganz, ganz, ganz wichtig. Danach habe ich speziell geschaut. Und den hier muss man auch, Theo, diese Schnüre sind eigentlich nur so ein bisschen Optik. Wobei, man kann es auch fester ziehen. Man schlupft wirklich hier so einfach komplett rein. Und das ist wirklich hier alles aus Gummi. Und kann man hier komplett, wie gesagt, also das ist so ein Knautschschuh. Ich weiß nicht, wie genau die heißen. Und ich hatte da wirklich die 40 und die 39 anprobiert und ich habe tatsächlich jetzt die 39 mitgenommen. Also die war wirklich, hat super gesessen. Dadurch, dass hier auch an der Seite nichts drücken oder quetschen kann, war das super gewesen. Also ich finde die so, 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 so hübsch. Mir gefallen die richtig gut und die haben eiskalt 16 Euro gekostet. Also mega, mega, mega. Ich habe schon einige Schuhe von Primark, muss ich sagen, und ich bin damit echt zufrieden. Also natürlich jetzt nicht tagtäglich damit rumlaufen. Dafür sind die natürlich, haben die auch nicht die extrem genialste Sohle und überhaupt. Aber wenn ich sage so, wenn ich weiß, ich bin im Sport heute und mache wirklich nur Krafttraining oder so, vielleicht ein paar Minuten auf dem Stepper aufwärmen, dann ist es, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Und ich finde die wunderschön. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt schon einige Sportschuhe vom Primark und habe die auch so regelmäßig in der Freizeit getragen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie was Schlechtes bewirkt hat oder sowas. Ich trage dazu, muss ich allerdings sagen, sehr gerne Einlagesohlen, die so ein bisschen ja, aus einem weicheren Material sind, beziehungsweise auch so Gummieinlagesohlen, damit ich so ein bisschen, dass meine Ferse so ein bisschen geschützt ist. Also das muss ich schon noch dazu sagen, aber ansonsten finde ich die wirklich tipptopp. Dann habe ich in der Beauty-Abteilung das hier gefunden. Oh mein Gott, genau auf sowas habe ich gewartet, Leute. Denn das ist ein Spender für Wattepads.
Und ihr kennt ja diese ganzen Wattepads-Spender, die gibt es immer nur in der dünnen, kleinen Version für die normalen Wattepads, diese gängigen. Ich trage ja aber immer diese ich benutze immer die Maxi-Wattepads. Also ohne Maxi-Wattepads geht überhaupt gar nichts bei mir. Und es gab dafür halt nie so einen Spender, was ich total traurig fand. Fürs Badezimmer brauche ich das nicht unbedingt, da hänge ich meine Wattepads, die hängen halt immer. Aber ich habe sowas immer vermisst auf meinem Schminktisch damals. Und als ich das jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt nimmst du sofort mit. Später oder in ein paar Monaten haben wir dann unser Haus fertig und da habe ich ja ein Schminkzimmer und ich möchte, beziehungsweise ein Ankleideschminkzimmer, Drehzimmer und da möchte ich es unbedingt dann benutzen. Ich finde das mega und das hat 3 Euro gekostet. Also endlich gibt es das Ganze auch mal für Maxi-Wattepads, wollte ich eigentlich nur damit sagen. Dann habe ich 2 Badehosen. Moment, die Tüte mal runter, das steht hier so doof. Ich habe 2 Badehosen für den Lias mitgenommen. Total simpel, weil ich dachte mir so, hey, die hat er sowieso immer nur ein paar Wochen oder jetzt vielleicht 3, 4 Monate an für eine Saison und da muss ich jetzt nicht losziehen und irgendwie ihm eine Nike-Hose kaufen für, was ich, 30 Euro. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe hier 2-mal das gleiche Modell mitgenommen. Einmal in so einem Türkiston und einmal in so einem Blau. Das Ganze gab es nochmal in einem Army, in so einem Camouflage-Look und in einem ganz, ganz, ganz dunkelblau, fast schwarz. Die haben jeweils 3,50 Euro gekostet, also da kann man überhaupt nicht meckern. Und die habe ich jetzt mitgenommen für 1,5- bis 2-Jährige, also in der Größe 92. Soll halt für Ende des Jahres sein, wenn wir dann im Urlaub sind, beziehungsweise das passt ihm auch jetzt schon. Also nicht jetzt schon, aber für den jetzigen Sommer dann halt eben. Und deswegen, weil das so günstig war und die Farben mir auch gefallen haben, ich konnte mich halt nicht entscheiden, habe ich gesagt, komm, für den Preis nimmst du mal beide mit. So, ich habe jetzt gerade mal alles aus der Tüte rausgeholt. Und zwar habe ich mir einmal hier so einen Beutel mitgenommen. Die kennt ihr bestimmt irgendwo. Ich habe es wahrscheinlich gerade im Flur. Das sind diese Einkaufsbeutel. Also die man jetzt, man kann das ja alles rausziehen. Da hat man so einen Einkaufsbeutel halt für unterwegs. Und meiner, den ich hatte, den habe ich mir damals aus Paris mitgebracht. Aus dem Disneyland. Der ist mir leider gerissen und es ist irgendwie nicht so leicht, den zu reparieren. Ich muss mal gucken, ob meine Mutter das hinbekommt, weil ich möchte den ungern wegschmeißen. Aber ich habe mir jetzt mein neues mitgenommen, auch wieder mit Mickey Mouse Muster, einfach in schwarz mit Mickey Mouse Köpfen. Der hat 3 Euro gekostet und sowas habe ich immer gerne in meiner Handtasche mit dabei, wenn ich weiß oder wenn ich spontan irgendwo was einkaufe, dass ich immer was dabei habe. Weil mittlerweile kosten ja fast überall die Tüten auch Geld und es muss ja nicht sein. Deswegen ja, habe ich das einmal mitgenommen. Dann hat der Lias damit hier sehr, sehr gerne gespielt und ich dachte mir, so nimmst du es mal mit. Mal gucken, ob er es cool findet oder vielleicht dann auch für den Sommer. Es hat 1,30 Euro gekostet, deswegen dachte ich mir, ich nehme das mal mit. Der kann es wahrscheinlich noch nicht, aber ich mache das Ganze dann und zwar solche Blasen, Blubberblasen. Das ist so eine Pistole, wo man hier reintunken kann und dann kommen halt eben diese Seifenblasen raus. Genau, mal gucken, ob das Ganze funktioniert, aber selbst wenn es ein Fail ist, 1,30 Euro. Ich hoffe trotzdem, dass es funktioniert, weil Geld ist Geld. Aber wir testen mal und zeigen es euch dann in den Vlogs. Dann habe ich mir eine Kerze mitgenommen. Die hat mich das letzte Mal schon angelacht. Ich fand, dass die so, so gut riecht. Und zwar Clean Cotton. Das riecht so, so lecker. Einfach nach sauber, nach leicht irgendwie... Ach, hier weiße Lilie. Ja, ich wollte gerade sagen, nach so einer... nach so einer Pflanze oder nach einer Blume, die mir gerade nicht einfällt. Aber ja, Lilie. Oh, so lecker. Und Amber. White Lilie und Amber. Das riecht so lecker. Und ich mag auch dieses Design von Primark sehr, sehr gerne. Das ist jetzt hier weiß. Wenn es abgebrannt ist, mache ich das sauber. Kann dann Teelicht reinstellen. Und weiß passt ja sowieso überall hin. Mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und es riecht unheimlich gut. Das kann ich mir fürs Badezimmer sehr, sehr gut vorstellen. Dann habe ich mir eine Sportjacke mitgenommen, denn auch sowas habe ich gesucht, also tatsächlich jetzt dann für tatsächlich den Sport. So sieht die aus, die ist oben grau und verläuft dann in so ein Rosa. So eine Jacke habe ich schon und zwar in schwarz und ich bin damit unglaublich zufrieden. Ich habe es die letzten Male immer benutzt. Hier ist so eine Aussparung für den Daumen. Wenn man das nämlich anhat, dann kann man hier den Daumen rauslassen. Dann hat man hier so ein bisschen Schutz praktisch an den Händen. Wenn man nämlich an den Geräten irgendwas macht, dann hat man praktisch schon sozusagen seine Handschuhe an und muss nicht nochmal extra Handschuhe anziehen. Und der Stoff ist auch sehr, sehr weich, angenehm, aber man schwitzt nicht übertrieben da drin. Wie gesagt, ich habe hier schon einen Schwarz und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Damit hatte ich die letzten Male auch an. Beziehungsweise habe ich das nicht mit einem Zipper, sondern so als Oberteil. Aber es sieht genau so aus, auch mit den vom Stoff her und mit dieser Daumen
Blumengeschichte. Und es hat 13 Euro gekostet. Ich wollte halt unbedingt mal ein zweites haben, weil die letzten Male habe ich es immer so gemacht, wenn ich vom Sport gekommen bin, habe ich es direkt in die Wäsche und direkt in den Trockner, dass ich es dann halt eben direkt wieder für die nächsten Tage hatte. Deswegen wollte ich unbedingt mal was als zweites haben, auch vor allen Dingen eine andere Farbe. Die hat mir sehr gut gefallen. Und weil mir dieser Farbverlauf so gut gefallen hat, habe ich mir dazu noch die passende Hose mitgenommen. Und auch die habe ich schon in einem Farbverlauf von dunkelgrau in ein Türkis. Genau. Also diesmal aber, ich zeige euch mal, wie die Hose aussieht. Die hat hier, ihr seht schon, so einen sehr hohen Bund, was wirklich schön hoch geht, so wirklich schon bis über den Bauchnabel. Man ist wirklich rundherum schön, dass es einen ein bisschen enger sitzt, gerade wenn man vielleicht da so ein paar Problemzonen hat. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und der Verlauf ist dann genauso wie bei der Jacke. Also ich finde es richtig, richtig hübsch. Ich finde, dass die auch richtig gut sitzen. Also mag ich sehr, sehr gerne. Auch im Schritt sind die nicht so komisch genäht. Die haben hier, die sind irgendwie so genäht, so rundherum und nicht in der Mitte, wo man dann irgendwie immer diese Risse halt hat. Also so ist es doppelt genäht, da passiert wirklich gar nichts. Ich habe die anderen auch schon so oft getragen, bei allen möglichen Gelegenheiten, auch in der Freizeit oder für zu Hause zum Chillen. Und ich hatte sie so oft, grundsätzlich Primer-Klamotten hatten wir so oft, ob es jetzt Lia seine Klamotten waren oder meine, gefühlte 500 Mal gewaschen und in dem Trockner und überhaupt bei uns ist persönlich noch nie was passiert. Es sind keine Fäden rausgegangen oder irgendwas eingelaufen oder dass die Farben sich verwaschen haben. Also ich persönlich, weil ich habe sowas immer mal wieder gehört, bei uns persönlich ist es noch nie vorgekommen. Ich persönlich bin mit den Primark-Sachen echt zufrieden. Und mag ich sehr, sehr gerne hier, diese Verlaufsgeschichte. Und das gibt es nicht nur in dieser Farbe, sondern in vielen anderen Farben. Also und auch mit Sport-BHs oder Tanktops oder. Also da gibt es viele, viele Varianten. Und von der Sportabteilung habe ich noch eine Hose mitgenommen, weil die mich auch vom Design her sehr, sehr angesprochen hat. Die ist aber so ein bisschen anders geschnitten, beziehungsweise hat auch ein anderes Material. Das hier ist eher so ein bisschen, ja, man merkt schon, dass es Sportklamotten sind. Es ist sehr, sehr glatt, aber trotzdem noch weich. Und das hier ist schon eher so wie so eine Radlerhose, sage ich schon fast, aber so mit einem dickeren Stoff. Und ihr seht schon, so sieht das Muster aus. So ein bisschen auch wieder so Army-Look, sage ich immer dazu, aber nicht so komplett. Das sieht jetzt nämlich aus wie schwarz mit Grau drauf, aber in Wirklichkeit sind das so lauter kleine Punkte. Aber es ist halt so dieser Camouflage-Look wird da mit hergestellt. Und die ist auf jeden Fall eigentlich, als ich sie so gesehen habe, von der Länge her, denke ich, dass die so bis zu den Knöcheln halt nur geht, nicht super, super lang ist. Also, dass sie noch ein bisschen kürzer ist. Mal gucken, ich habe sie noch nicht anprobiert. Bin gespannt. Workout. Ja, also die ist auf jeden Fall nochmal so ein bisschen gummilastiger, würde ich sagen. Aber gefällt mir auch richtig, richtig gut. Dann habe ich mir hier so zwei Haarklammern mal mitgenommen. Denn ich habe hier zu Hause, ich wollte jetzt nicht mehr welche von diesen ganz großen, weil meine Haare sind ja auch kürzer. Und ich habe ganz viele von solchen hier. Zeige ich euch gerade mal. Diese hier, die nehme ich immer vom DM mit. Aber manchmal sind die mir, mit diesen Haarklammern nehme ich gerne so einfach nur meine Haare so zusammen und klemme die mir hinten fest. Aber wenn ich mal meine Haare so komplett zumachen möchte und dann so festklammern möchte, dann sind die mir immer zu klein. Und dafür wollte ich mal ein paar größere haben und ich habe sowas hier früher immer benutzt. Die gab es auch mal oder gibt es vielleicht immer noch im DM, keine Ahnung. Aber als ich die dann halt bei Primark gesehen habe, habe ich mir gedacht, komm, die nimmst du mal mit. Die haben die perfekte Breite, einmal in schwarz, einmal in so einem braun für 1,50 Euro. Ach so, ich habe euch gar nicht gesagt, was die Sportklamotten gekostet haben, gell? Die Jacke war 13 Euro. Die hellgraue Hose hat kein Preisschild, aber die sind meistens auch so um die 11 Euro. Und die schwarze Hose, die hatte auf jeden Fall noch ein Preisschild, 13 Euro. Und hier 1,50 Euro. Dann habe ich mir drei gleiche Sachen mitgenommen in drei verschiedenen Farben. Ihr werdet jetzt auch wissen oder gleich verstehen, warum. Und zwar sind es solche kurzen Tops. Die haben hier unten einmal Spitze, was eigentlich relativ uninteressant ist. Das, was für mich interessant war und was ich voll genial fand, ist, dass hier, schaut mal, einmal hier rundherum bis hier unten, das geht dann hier so rüber, da sind, das ist alles voller Spitze. Und ich habe mir gedacht, wie genial ist das denn? Es ist ja extrem modern seit keine Ahnung, ich glaube, es war letztes Jahr auch schon, aber dieses Jahr extrem, dass man so Pullis angezogen hat, die vielleicht off-shoulder sind oder eine Seite nur runterhängen oder ein bisschen weiter ausgeschnitten sind, dass man solche Spaghetti-Träger angezogen hat, die halt hier so ein paar, ja, die so Spitze haben, was so ein bisschen rausguckt.
Und mein Problem war dabei immer gewesen, entweder ich hatte solche Pullis angehabt, die einfach so geschnitten sind, dass man gar nichts von diesen Trägern gesehen hat, weil es zu weit unten ist. Oder ich hatte dann Oberteile gehabt, die so krass ausgeschnitten waren, dass meine halbe Brust rausgeguckt hat. Also ich hab nie so dieses Perfekte gefunden. Und das hier finde ich so, so genial, denn das kann man tatsächlich... Moment, ich habe das auch in weiß mitgenommen. Da kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen, erkennen als in schwarz. Schaut mal. Wenn man hier jetzt einen Pulli anzieht, der ganz normal ausgeschnitten ist, ohne dass er irgendwie einen Ausschnitt hat bis zum Bauchnabel, kann man trotzdem hier nämlich schön die Spitze sehen, weil man einfach so ein ganz normales Oberteil drunter anhat und nicht erst diese Spaghetti-Trägern, wo dann hier unten irgendwo erst die Spitze beginnt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe, ich versuche es irgendwie richtig zu erklären. Aber ich finde es mega, mega genial. So solo vielleicht nicht unbedingt, aber wirklich so als für zum Drunterziehen. Und die haben jeweils gerade mal 3 Euro gekostet. Aus diesem Grund sind die Weiß, in schwarz und in so einem Rosé mitgekommen. Genau, also, Moment, hier sind überall noch so Sticker dran von den Größen. So sieht das rosa aus, beziehungsweise so ein Altrosa. Finde ich übertrieben schön, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich muss das Ganze mal kombinieren und gucken, schauen, ob das so aussieht, wie ich es mir vorstelle, aber ich glaube schon. Und dann hatte ich mir aus der Nachtwäscheabteilung noch so ein Negligé mitgenommen, fand ich auch so hübsch. Die sind nämlich meistens relativ teuer, habe ich die letzten Male gesehen. Wenn mir mal was gefallen hat, dann haben die echt immer über 15 Euro gekostet. Und das hier hatte mich von Anhieb vom Weiten direkt angesprochen, weil es in weiß rosa ist. Und habe ich geschaut und es hat 9 Euro gekostet und dachte mir, ja, nimmst du mal mit. Das hat nämlich auch hier solche Spitzen. Und ist dann einmal komplett rosa und unten wieder in schwarzer Spitze. Fand ich voll, voll, voll süß. Es hat auch so einen schönen, weichen Stoff, der sich, glaube ich, sehr schön den Körper so anschmiegt. Einfach, ohne dass man darin super, super schwitzt. Und das mit der Spitze finde ich auch richtig hübsch. Und hier ist es auch so, dass man die Haut so ein bisschen durchzieht, aber nur hier direkt unter der Brust, so am Bauch. Und alles andere ist dann halt dicht, sozusagen. Für 9 Euro fand ich das voll, 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 voll hübsch. Und das war's schon gewesen. Das war mein Haul gewesen von den ganzen Sachen, die ich so die letzte Zeit eingekauft habe. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann stellt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten versuche ich die meisten Sachen einfach mal getragen, dann auch in meinen Vlogs zu zeigen. Also da seht ihr dann auf jeden Fall irgendwas oder auch auf Insta-Story. Ja, ansonsten hoffe ich sehr, dass euch dieser Haul gefallen hat. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir hören und sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.